Hallo, ich bin Heike aus der Wiesenthaler Zwergenstadt. Unser Familienzentrum Oberwiesenthal verwandelt sich für diese Woche in eine Zwergenstadt, in eine Stadt, wo Kinder regieren, mit einem Bürgermeister und vielen anderen mehr. Und das ist André. Hallo, ich bin André und das ist Heike. André, woher bist du? Von Ostrov. Aus einer Schule? Ja, aus einer Grundkunstschule aus Ostrov. Und wir sind hier zu Theater machen. Zum Theater machen, genau. Hier in unserer Kinderspielstadt ist André mit seinen Schülern da. Und die ganze Woche spielen sie mit uns Theater, proben und führen ihr Stück auch mal auf. Ja. Momentálně tady zkoušíme kousky do nové inscenace. Teď se momentálně zabýváme knížkou Válka s mloky od Karla Čapka. A tak zkoušíme etídy na téma postapokalyptického světa. Teď momentálně byl úkol vytvořit tři krátké scénky nebo jednu etídu, ve který se bude posouvat čas, nějaký časový období a jak se bude měnit společnost, která je zavřená dole v bunkrech pod zemí, protože nahoře na zemi už nelze žít. Takže to bylo zadání a teď budeme prezentovat, co jsme, nebo dětka budou prezentovat, co vymysleli, co je napadlo. Ich heiße Albert Philipp Bergmann, bin in der Zwergenstadt der Bürgermeister. Ich bin 9,5 Jahre alt, komme aus Ostrov, gehe in Deutschland in der Schule und bin hier für alles also besorgt, was sich in der Stadt abspielt. Löse auch Probleme, wenn die Bürger Probleme haben, sollen sie ja zu mir kommen. Und naja, das ist alles. Alles in Ordnung, Christel? Alles in Ordnung, Bürgermeister. Ich gratuliere noch zu dem Bürgermeister. Freue mich sehr. Ja. Ich mache nämlich jetzt meinen Rundgang und das Bürgermeister muss man das halt. Ja, so. Schön. Und das ist du kannst ja später noch mal kommen und kannst noch was kaufen. Ja, mach ich. Ja, machst du. Gut. Dann tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Auch schönen Tag. Gleichfalls.